Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir laden Sie herzlich ein zu unserer ersten bayerischen Hitparade, in der wir weder Beiträge aus dem sogenannten ursprünglichen bayerischen Volksgut bringen wollen, noch tiefschürfende Gedankenprobleme wälzen wollen. Lustig soll's sein und Lacher und sonst nix. Aber jetzt gleich weiter nach dem Auftakt von der Blaskapelle Willi Bösel, jetzt Henry Arland mit seiner Band und ein bayerisches Medley. Und wenn Sie es nicht verstehen sollten, bitte schreiben Sie uns. Ich kann so gern auf Kampenwand, 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 wenn ich mit meiner Wappen kann, mit meiner Wappen kann. Doch weil ich da den Aufsteig kann, Aufsteig kann, Aufsteig kann, schau ich den Berg von unten hoch, ich schau von unten hoch. Und da sitz ich im Wirtshaus drinnen und lass bloß laufen und lass bloß rinnen. Ja, davon wird mein Bauch nicht kleiner, ist er dann richtig groß, dann geht's von vorne los. Ich kann so gern auf Kappenwand, 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 wenn ich mit meiner Wappen kann, mit meiner Wappen kann. Doch weil ich da nicht aufsteig kann, aufsteig kann, aufsteig kann, schau ich den Berg von unten hoch, ich schau's von unten hoch. Lass mal mein Ruhe, lass mal mein Ehr, weiter will nix von dir. Lass mal mein Ruhe, lass mal mein Ehr, weiter will ich nix von dir. Der rund ist, an dem so manches wohnt ist, dass er gern los wär, obwohl sein Hunger groß wär. Der Mensch kämpft täglich um sein Gewicht, vielleicht verliert er's, vielleicht auch nicht. Ich wieg schon wieder 100 Kilo. Es hat keinen Zweck, der Speck muss weg. Was mach ich bloß mit 100 Kilo? Ich geh zu Fuß nach Amarillo. Vielleicht verliere ich dann ein Kilo. Doch wer weiß, bis wo Amarillo ist. Erschrecken Sie nicht, ich sing auch, aber dafür sage ich Ihnen was Nettes. Ich mag die, ja, ich mag die, ich mag die, ich mag die, ich mag die und muss an die denken am Tag und bei der Nacht, auch wenn sie leider das Maul verrenken und jeder drüber lacht. Du bist nicht schön, das weiß ich schon, und das sieht jeder gleich. Du schaust dann manchmal recht blöd an, doch das geht auch vorbei. Ja, ich mag dich und muss an dich denken am Tag und bei
leider nach. Auch wenn sie leider das Maul verringen und jeder drüber lacht. Auch wenn's statt der Gabe ein Messer nimmst und damit das Fleisch eine schürbst. Und oft ist statt dass du zu mir kommst, einen Fetzen Rausch verliebst. Geld hast nie und faul bist du und dreimal sitzen blieben. Und wenn dir das einer vorhält, dann sagst, das ist alles übertrieben. Ich mag dich und muss an dich denken, am Tag und bei der Nacht. Auch wenn sie leider das Maul verringen und jeder drüber lacht. Ein Kavalier bist du auch nicht krank, da rutscht da oft schon was raus. Meine Mutter hast freundlich abgeschaut und fragt, warum schaust du so alt aus? Und der Vater tust Virginia schnurren, den bringst du auch noch ins Grab. Wenn's dem das sagst, ganz unverfroren, zirk's mir von der Mitgift ab. So zirk ich mir fast alle Tag mit dir ein Schieferei. Wenn man einen mit so viel Fehler mag, muss die wahre Liebe sein. Ich mag dich und muss an die denken am Tag und bei der Nacht. Auch wenn sie leider das Maul verrenken und jeder drüber lacht. Ich mag dich. Ja.
Hans und Rita Bauer haben Sie sicher erkannt, die mit ihren Almdudlern die Hackbrettpolka gespielt haben. Und weiter geht's. Zuerst der Sepp Vielechner, der uns Ohren jodeln tut und daran anschließend die allseits bekannten und beliebten Hot Dogs mit dem Erzherzog Albrecht Marsch. Viel Vergnügen. Jetzt tue ich ein Jodeln, Jodeln, Jodeln. Jetzt tue ich ein Jodeln, Ola die Thank you.
Jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen unseren Ehrengast vorstellen. Und Sie haben ihn sicher sowieso schon erkannt. Es ist der Michl Lang, der bekannt und beliebt aus vielen bayerischen Volksstücken ist, der aber erstmals als Sänger jetzt im Fernsehen auftritt. Und leider konnte er nicht zu uns ins Studio kommen, so haben wir ihn eben hier besucht. Und er möchte uns jetzt eines seiner Lieblingslieder vorsingen, nämlich den Traum vom König Ludwig. Bitte schön, Herr Lang. Also, probieren wir es heute, ja? Mir hat heute Traum, ich bin der König Ludwig. Mei, das war schön, ich kann's euch gar nicht sagen. Da bin ich gefahren durch mein geliebtes München, im Sonnenschein in einem goldenen Wagen. Und eingespannt waren sechs wunderschöne Schöne. Die Leute haben grüßt, ja, das war wunderbar. Da hab ich gemeint, jetzt bin ich schon im Himmel. Doch ich weiß ganz genau, dass dies in München war. Da hab ich gemeint, jetzt bin ich schon im Himmel. Doch ich weiß ganz genau, dass dies in München war. Mir hat heute geträumt, ich bin der König Ludwig. Mei, das war schön, ich kann's euch gar nicht sagen. Da bin ich gefahren durch mein geliebtes München, im Sonnenschein in einem goldenen Wagen. Und eingespannt waren sechs wunderschöne Schöne. Die Leute haben grüßt, ja, das war wunderbar. Da hab ich gemeint, jetzt bin ich schon im Himmel. Doch ich weiß ganz genau, dass das in München war. Da hab ich gemeint, jetzt bin ich schon im Himmel. Doch ich weiß ganz genau, dass das in München war. Ja, was der Michl Lang als unbezahlbares Stück unter den bayerischen Männern ist, haben wir unter den Weiberleit natürlich auch. Und wer, frage ich Sie, kann das anderes sein als die Erni Singerl, die mir das Wort aus dem Mund nimmt, wenn sie sagt, wir bleiben nur ein bisserl da. Vorher aber wieder die Chiemgauer Burm mit dem Bankerltanz. Wir bleiben nur ein bisserl da, in Stimmung Sandra. Die Musik spielt, der Krug ist spielt, was wollen wir denn noch mehr? Wir bleiben noch ein bisserl da, heut gefällt's uns gut, ja, ja. Geh's eine Fahrt, das wär doch schad, wir bleiben noch ein bisserl da. A Stindel oder zwei, es kommt mit drauf an, wer weiß denn, wann wir wieder beieinander sind. Wir bleiben noch ein bisserl da, wir gehen nicht, na, na. Grad wirklich ist, grad ziemlich ist, drum bleiben wir heut noch da. Am Anfang war stark, ein bisserl hart. Und dann ging's plötzlich los, mei, haben wir gelacht. Das ganze Lokal mit einem Mal war lustig, war ganz groß, ja, dies haben wir nur gemacht. Wir bleiben nur ein bisserl da, in Stimmung sammeln. Ja, hui! Die Musik spielt, der Krieg ist spielt, was wollen wir denn noch mehr? Wir bleiben nur ein bisserl da.
bisserl da. Heut freut's uns gut, ja, ja. Geh seine Pfad, bis wer auch schaut, mir bleibt noch ein bisserl da. Also, dass das danach war, nicht zuvor, haben Sie ja selber gesehen. Und wie man sich fit trimmt, haben Sie auch gesehen. Auch wir bieten Ihnen diese Möglichkeit. Tanzen Sie den Dorfkrugwalzer mit Willi Bösel und seiner Tanzkapelle, Blaskapelle. Hudeln Sie aber bitte nicht, denn vorher möchten Ihnen Margot und Maria Hellwig ein Edelweiß schenken. Und bist einmal ganz.
Und jetzt haben wir hier den Gofi, den Wickel, den Hansi, den Muxi, den Bernte, den Michi und den Harte. Aber Sie kennen die Herren vielleicht besser unter dem Namen die Hot Dogs. Und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Interpretation des ach so bekannten Titels Ja, wir sind mit dem Radl da. Trommelt seine Ritter zusammen, er geht auf den Kreuzzug jetzt mit Gewalt. Kinder oh mit Ross und Knecht, glaubt er gleich, er hört nicht recht, denn da singen Ritter von Revolt. Ja, wo ist denn wohl? Ja! Da kommt daher die Hugefinger Feuerwehr auf ein Tandem mit am Wasserschlauch. Wann geht nicht zur Bühne raus? Ja, ein geht vor mir. So erscheint der Lohengrin, voll Verzweiflung ohne ihn und singt vor dem vollbesetzten Haus. Ja! Die Polizei ist schon auf Trab. Nebst zwei Geiseln bietet man Fluchtauto und Vorsprung an. Doch die Gangster lehnen dankend ab. Denn da schreit der Obergangster. Ja! Was jetzt kommt, hat mit dem Radlfahren eigentlich nichts zu tun. Die Erlebnisse eines Berliners namens Schulz beim Kammerfenstern in Bayern erzählen Ihnen jetzt Molly und Walter Fitz. Als Herr Schulz ins Bayernland zur Erholung fuhr, gab ein Freund ihm diesen Rat für die Ferientour. Sitten und Gebräuche. So erklärte er, sind dort manchmal sonderbar und darum höre her. Kammerfenster musst du wissen haben, alle Mädchen lernen.
keine möchte je es missen. Fenster, das bleibt stets modern. Willst du einem Mädchen zeigen, dass du's gerne magst, musst du auf die Leiter steigen, ehe du sie sagst. Holleraidi, holleraidi, musst du auf die Leiter steigen, ehe du sie sagst. Herr Schulz, der wollt's gleich ausprobieren in der ersten Nacht. Eine Leiter stellte er an ein Haus ganz sacht. Dann schlich er bedächtig Spross um Spross hinauf, klopfte an und rief ganz leis: Ihr machtet Fenster auf, Kammerfenster auf. Musst du wissen, haben alle Mädchens gerne, keine möchte je wissen. Kammerfenster auf, ist modern. Willst du einem Mädchen zeigen, dass du's gerne magst, musst du auf die Leiter steigen, ehe du sie sagst. Holleraidi, holleraidi, musst du auf die Leiter steigen, ehe du sie sagst. Leise ging das Fenster auf. Es erschien ein Kopf, voller Runzeln, voller Falten, zahnlos und mit Kropf. Vor ihm stand die Oma-Ma und rief: Jumme, jumme, dass ich das nochmal erlebt hab, ich komme zu weit. Und jetzt musst du wissen, haben alle Mädchen denn, keine richtiges Wissen, es bleibt stets modern. Die Blaskapelle Willi Bösel begleitet jetzt Hannes Dorfhuber mit seinem Münchner Dirndl und Burm, wenn er Rammer tut, heißt räumen tut. Er singt nämlich Rammerdammer, zu Deutsch räumen tun wir. Viel Spaß. Rammerdammer, Rammerduri, Rammerdammer halt. Denn wenn man richtig rammert, dann haben wir viel Zeit. Jetzt Rammerdammer, Rammerduri, Rammer macht er frei. Drum Rammerdammer, Rammerduri, Rammerdammer halt. Rammerdammer, Rammerduri, Rammerdammer halt. Denn wenn man richtig rammert, dann haben wir viel Zeit. Wir heizen so marottisch, packt man's jetzt dann ganz gravottisch. Vorher trinkt man noch ein Mast, dann macht es Rammerdama Spaß. Dann der mal Rucker, Schirm und Rucker aufstehen und dann wieder Bucker. Samme hebt dich dann so weit, dann ist für Brotzeit eh Zeit. Rammerdama, Rammerduri, Rammerdama halt. Denn wenn man richtig rammert, dann haben wir viel Zeit. Zeit zum Aufhören. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Aber damit es nicht zu traurig endet, endet jetzt noch Henry Arland mit seiner Erzählung, wie man sich das Bayernleben leider immer noch vorstellt. Und dann eine nicht unbedingt ernstzunehmende Selbstdarstellung. Mir sind die alten Bayern. Also, pfiat euch gut und immer schön fröhlich bleiben.